Früher kam der eurasische Fischotter in ganz Europa vor, wurde aber durch den Rückgang ökologisch intakter Gewässersysteme zu einer bedrohten Art. Zwar ist er heute wieder auf dem Vormarsch, doch zieht sich noch immer eine otterfreie Zone von Norden nach Süden durch Europa. Der Südwesten Niedersachsens mit den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Osnabrück und Emsland liegt am östlichen Rand dieser Zone. In dem Projekt Aktionsplan Fischotter Südwestliches Niedersachsen untersucht der gemeinnützige Verein Aktion Fischotterschutz e.V. die aktuelle Verbreitung des Otters und ob die östlichen und westlichen Populationen in Europa wieder zueinander finden können. Die Beobachtung des hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiven Fischotters erweist sich aufgrund seiner heimlichen Lebensweise als äußerst schwierig. Spurensucher, wie die Wissenschaftlerin Friederike Schröder oder vom Verein speziell ausgebildete ehrenamtliche Otterspotter, sind auf indirekte, aber dennoch eindeutige Hinweise angewiesen. Dies können entweder Kotspuren oder auch Trittsiegel sein. Hier sieht man Friederike Schröder am Ufer der Vechte auf der Suche nach genau solchen Hinweisen. Und hier ist sie fündig geworden. Durch den starken Niederschlag und die danach schnell eintretende Hitze sind die Trittsiegel des Otters hier besonders gut zu erkennen. Nachdem diese vermessen und fotografiert worden sind, speichert die Wissenschaftlerin alles zusammen in einer zentralen Datenbank. Wir befinden uns hier an einer otterfreundlichen Brücke. Das bedeutet, dass es eine Berme unter der Brücke gibt. Das kann entweder eine Steinschüttung sein, eine Weiterführung eines Ufers oder ein Laufbrett. Und in dem Bereich markieren Otter ihr Revier gegenüber Artgenossen und somit können Otter Straßen gefahrlos unterqueren. Da dies jedoch nicht überall gegeben ist, müssen Otter das Gewässer bzw. den Uferbereich häufig an Brücken verlassen. In diesem Fall können sie bei Straßenüberquerungen leicht zu Verkehrsopfern werden. Deshalb werden diese Stellen zusätzlich zur Spurensuche auch gleichzeitig auf das Gefahrenpotenzial für die Tiere überprüft. Sichere Wanderrouten sind ein entscheidender Faktor für die Wiedervernetzung der Fischotterpopulation. Dank dieser Informationen können die Landkreise so auf die ungeeigneten Brücken hingewiesen werden, die zum Schutz des Otters um- oder neu gebaut werden sollten. Das Projektgebiet liegt genau zwischen der westlichen Otterpopulation in den Niederlanden und der östlichen in Ostniedersachsen. Für die wanderfreudigen Tiere spielen Landesgrenzen aber keine Rolle. Sind die nachgewiesenen Otter im Projektgebiet also aus dem Westen, dem Osten oder sogar aus beiden Richtungen eingewandert? Das würde den Zusammenschluss der zuvor getrennten Population bedeuten. Eine Antwort auf diese Frage kann vor allem der Kot des Fischotters liefern, da dieser kleine Mengen der DNA der einzelnen Tiere enthalten kann. Wie man eben sehen konnte, markieren Otter unter der Brücke gerne auf erhöhten Punkten, wie zum Beispiel Stein. Diese Probe wird in den nächsten Tagen im Senckenberg-Institut genetisch analysiert werden. Dank einer dort neu entwickelten Methode ist es möglich, aus einem Großteil der gefundenen Proben die nötige Menge der DNA zu extrahieren. Früher war dies nur mit frischen Losungen möglich, was die Erfolgsrate deutlich kleiner ausfallen ließ. Sobald die Proben bei uns angekommen sind, wird die DNA in unserem Labor vorsichtig extrahiert und anschließend mittels einer artspezifischen PCR-Analyse untersucht. Die genetischen Daten verwenden wir dann zur Individuenermittlung und zur Herkunftsbestimmung. Erste Untersuchungen zeigen tatsächlich eine Vermischung der Fischotterpopulation im Projektgebiet. Die Tiere stammen hier also sowohl aus den Niederlanden als auch aus dem östlichen Niedersachsen ab. Das Projekt Aktionsplan Fischotter Südwestliches Niedersachsen kann so erste spannende Ergebnisse zur Ausbreitung einer Tierart liefern, die einst flächendeckend in Deutschland verbreitet, dann fast ausgerottet war und nun wieder langsam zurückkehrt. Die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland und Osnabrück könnten auch europaweit ein wichtiges Bindeglied hierfür sein. Einblicke, die der Fischotter auf ganz natürliche Weise ermöglicht hat.